Erstmal checken, wie ist das Licht hier? Jo. Geht schon. Jo Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Wer kennt's nicht? Man kommt von der Schule oder von der Arbeit nach Hause oder auch vom Training und hat überhaupt keinen Bock, irgendwas noch großartig zu kochen. Gerade da passiert es dann halt oft, dass man sich irgendwo was zu essen holt, sich irgendwo irgendwas Leckeres zum Essen bestellt, was halt meistens nicht so gute Nährwerte hat. Bei mir passiert es zum Beispiel, wenn ich keinen Bock habe, irgendwas zu kochen, dass ich mir ab und zu mal irgendwie was vom Chinesen oder so hole. Und die benutzen dann halt oft viel Fett und viel Öl und man weiß nicht wirklich, was da drin ist und wie man das Ganze tracken soll. Deswegen habe ich heute für euch eigentlich so meine Standardmahlzeit hier mal vorbereitet. Das ist ganz, ganz easy und es dauert maximal 2 Minuten, das Ganze vorzubereiten. Es ist sehr gesund, hat sehr gute Nährwerte, für jeden optimal in der Diät als auch im Aufbau. Alles, was ihr braucht, ist eigentlich nur Thunfisch und diesen Reis. Diesen Reis, den gibt es bei Netto und der kostet nur einen verdammten Euro. Ist ganz einfach, ihr reißt hier, ihr knetet es erst ein bisschen durch die Packung, reißt hier so einen kleinen Ritz auf und dann kommt das Ganze für 2 Minuten in die Mikrowelle. Ich packe das schon mal in die Mikrowelle und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. So, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ihr nehmt jetzt ganz einfach die Dose Thunfisch, macht die auf. Topft die ab. Also ihr wollt die Flüssigkeit mit in eurem Reis drin haben. So, das gleiche mache ich noch mit der anderen Packung. So, dann nehmt ihr euch ganz einfach irgendeine Schüssel. Ich habe jetzt hier so eine durchsichtige. Ich hoffe, die ist scheint sauber. So, da haut ihr euch jetzt einfach den Thunfisch rein. Also wer Bock hat, kann dafür auch eine Gabel verwenden, aber es ist ja wieder nur unnötig Geschirr, das man abspülen muss. Oh, das ging gut. So, dann nehme ich mir immer einen Löffel. Bisschen auskratzen kann man das schon noch. Habe ich hier den Thunfisch. Ich würde ihn mir ein bisschen klein machen. Gegebenenfalls kann man, wenn man möchte, in die... Okay, warte. Gegebenenfalls kann man, wenn man möchte, so eine Packung Frischkäse nehmen und das da auch noch mit reinmachen. Oder Körnigen-Frischkäse könnt ihr auch nehmen. Oder was noch besser ist als dieser Balance-Frischkäse, das ist Fitline. Das ist auch von Philadelphia, Exquisa. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Auf jeden Fall heißt das Zeug Fitline. Ist mega gut von den Nährwerten. Schmeckt richtig gut mit Thunfisch. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Ich hole jetzt mal den Reis. Ich habe leider heute nicht mehr so viel Kalorien, dass ich mir den Philadelphia-Käse noch mit reinmachen kann. Man muss das Ganze jetzt hier einfach nur aufreißen. Schüttet es in die Packung rein. Ja, in die Packung. Ich meine natürlich in die Schüssel. So, hat jetzt hier so eine schöne Schüssel. Eine schöne Portion. Das sind 250 Gramm Reis. Man kann natürlich auch, wenn man im Aufbau ist, 2 Packungen nehmen. Und ich mache dann meistens, dass es ein bisschen besser schmeckt, auf jeden Fall noch Salz und Pfeffer rein. Und ich liebe halt so chinesische Soße, ne? Ich habe jetzt hier gerade die am Start. Die haben echt viel Zucker und viel Kalorien. Aber ein kleiner Klecks geht da schon. Das muss ja auch irgendwo ein bisschen schmecken. Ja. So, und schon habt ihr eure Mahlzeit fertig. Ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr noch ein paar Mikronährstoffe braucht, könnt ihr euch dann natürlich auch Blumenkohl oder Brokkoli oder irgendwas noch dazu machen. Ich habe heute schon genug Vitamine zu mir geführt, deswegen brauche ich das nicht. Das ist jetzt meine letzte Mahlzeit heute. Ja,
noch ein wenig Salz, Pfeffer noch ein wenig rein. Gucken, wie das aussieht, wenn ich das von hier oben mache. So Freunde, ich lasse mir jetzt hier meinen Reis und meinen Thunfisch schmecken. Das schmeckt echt lecker mit der Soße. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen, falls euch solche Rezepte in Anführungszeichen, das ist jetzt nichts Großartiges, aber falls euch das interessiert, was da fitnessgerecht ist, kann ich da gerne öfters mal was bringen. Schreibt es einfach in die Kommentare oder zeigt es mir, indem ihr einen Like da lasst. Falls du neu auf meinem Kanal bist, kannst du gerne noch ein Abo da lassen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch dann jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Sure, not close. Looking, kissing, man, I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want.